Alter, es kommt zurück zu Let's Play The Witcher. Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Herr Gnade! Ach, ich, eine Hexe! Ich habe nur Augen angerührt für meine Schmerzen. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Ciri! Du Inkarnation des Teufels! Wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen! Hallo! Wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Aegar, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Zumeist Lügen, möchte ich wetten. Wenn es gelogen ist, dass sie seit Kindesbeinen einen Freund und Mentor an dir hat, dann lügt sie wie gedruckt. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Sofern wir Reittiere finden. Zwei unserer Pferde sind auf dem Weg tot umgefallen. Zwei weitere sind vor Schwäche nicht zu gebrauchen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Was ist mit ihm? Ach, denk dir nichts. So ist Aegar halt. Heute Abend wird er wieder fröhlich sein. Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Pappalapapp. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Schneller. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. Schneller, du bummelst! Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Du hast nachgelassen. Ich will dich nur von der Seite bewundern. Los, lauf! In Form und flink wie immer. Gutes Rennen. Danke. Die Stute ist wirklich schnell. Das schnellste Pferd ist ohne guten Reiter nicht mehr wert als ein Maultier. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns.
Weißt du, es geht mich nichts an, aber ich bin froh, dass du und Yennefer wieder zusammen seid. Ich auch. Du hast dir Zeit gelassen. Wir mussten uns wohl mit den Gedanken erst anfreunden. Und wie war es? Du weißt schon, als der Wunsch vorbei war, was hast du gefühlt? Tja, da standen wir nun, wir zwei, auf dem Berggipfel. Ich sah sie an und spürte, dass ich genau dort war, wo ich sein sollte. Endlich. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Guter Plan. Ich glaube, ich komme mit. Dann ist unsere Zukunft ja geregelt. Sofern nicht nur noch Asche von uns übrig ist, wenn dies vorbei ist, heißt das. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach, wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Was meinst du damit? Gewöhnlich. Das bist du aber nicht, sondern zu Großartigem geboren. Was ich seitdem zu hören kriege. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Ich wüsste lieber, wie es beim Händler war. Konntest du ein paar Pferde auftreiben? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar! Kauf die Pferde doch einfach. Warum nicht? Mit welchem Geld? Ciri hat euch ein volles Sackel gegeben. Das reicht höchstens für eins. Wir brauchen mindestens vier. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Lass uns nicht betteln. Das ist nicht unser Bier. Meines aber schon. Das sind meine Freunde. Wir kommen alleine klar. Wenn Ciri mit uns reiten will, tut sie's.
Sie ist nicht dein Eigentum. Sie wird ihren Hals nicht für Diebe riskieren. Ja, kein Problem, wir jetzt an den Typen, ne? Würdest du zurückgehen und wieder in der Färberei arbeiten? Wir reden später darüber. Was ist los? Seid ihr verrückt geworden? Wir wollten feiern und uns nicht zu Brei schlagen. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Ciris Begleiter. Ciri, so ungern ich es sage, ich glaube, ihr beiden solltet jetzt gehen. Ich weiß, die Magie ist verflogen. Tut mir leid. Ich gehe zum Fluss. Ich will spazieren gehen und eine Weile alleine sein. Es tut mir leid. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du dich deiner Natur entsprechend benimmst. Wir sehen uns dann bei Rittersporn. In der Mine ist viel Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Die iranischen Soldaten sind lästig, wollen alles umsonst. Wie wär's mit einem Dreierschätzchen? Was für ein Lächeln. Soll ich noch ein Mädel dazu? Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Ich meinte uns beide und dich. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Dayriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Schnapp ihn dir lieber. Diese Menschen werden jeden Tag wilder.
Pflicht. Verdammt, er ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich! Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts? Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut, aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihn, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfuhrbrücke. Ein Auge. Hast du auch eine Schlangenzunge? Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. So. Trinken wir, es wird schon Abend. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Das Leben ist manchmal scheiße. Sultan? Geralt? Margarita wird in Dariad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ah, verstehe. Schnaps in Strömen, das ist verlockend. Aber Geralt, dir ist schon klar, dass das ein bisschen riskant ist. Durchaus. Darum bin ich ja hier. Das kann ich nur dir anvertrauen. Wenn du es so formulierst. Na schön, überlass mir das. Ich denk mir was aus. Und wo willst du hin? Zu Yen. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Lasst euch nicht fangen. Wäre ein verdammter Jammer, so viel Mahakama zu verschwenden. Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Meinen Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichem Verrat die Schuld geben. Aber die Wahrheit ist, dass ich selber schuld bin. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn es dir recht ist. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Nur einen einzigen Humpen. So, Treppe. Oh, wie denn hier wieder laufen? Redanien! Was verkaufst du? Grüß dich. Meinen Gruß. Woher kommst du? Wohin gehst du? Schwer zu sagen. Ich habe viel... Genau wie ich. So nahe bei Novigrad, willst du nicht lieber innerhalb... Die Gilden dort, deren... Ich hab hier ein solides... Ich seh mich mal... Leb wohl. Wir sehen uns wieder, das weiß ich. Ich wieder unter deinen Steinen.
Lang lebe Raduvid! So schlimm war es noch nie. Sie sind nicht aus Novigrad rausgekommen. Da haben sie einen letzten, aussichtslosen Kampf geführt. Wahrsager, Chiromanten, Kräuterkundler und Heiler. Die Städte haben zwar ihre Hilfe in Anspruch genommen, aber ihnen nicht vertraut. Sie verspüren allen gegenüber eine große Abneigung, die ihre Schwächen kennen. Die freie Stadt Novigrad wurde für alle Magier zur Falle. Die Händler, Handwerker und Bürger hielten den Atem an, als der Tod die von ihnen Verachteten ereilte. Und sie hätten niemals erwartet, dass die Magier zu den Waffen greifen würden. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Sultan wartet auf dein Signal. Fangen wir an? Kann losgehen. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Ich bin dann hier den Part. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.